Herzlich willkommen bei Alfred & Co. Wer zu Hause ein Federstegbesteck hat, kann den Bandwechsel ganz einfach zu Hause durchführen. Wir wollten euch das einfach nochmal demonstrieren. In diesem Video haben wir jetzt hier einmal die neue Maestro von Hamilton mit 41 mm Durchmesser und 22 mm Stegbreite. Wir haben jetzt hier einmal bereits das neue Arne von Hirsch montiert. Und in diesem Video zeigen wir euch einmal, wie wir das mal demontieren und dann auch wieder montieren. Wir legen die Hue hier einmal auf unseren Werktisch, so dass wir den Gehäuseboden sehen. Und um das Band zu demontieren, gehe ich jetzt hier einmal in die erste Bandhälfte dran und schiebe mir diese etwas zur Seite, so dass ich an den Federsteg rankomme. Dem Federstegbesteck gehe ich jetzt einmal vorsichtig an das Horn des Gehäuses dran und ziehe den Federsteg zu mir. Federsteg vorsichtig hoch, wieder loslassen, so dass wir das Band ohne Kratzer verursacht zu haben vom Gehäuse gelöst haben. Mal die andere Seite. Band wieder zurück. Federstegbesteck dazwischen. Und leicht hoch. Wieder loslassen. Und schon ist das Band ab. Um das Band dann wieder zu montieren, legen wir die Uhr wieder auf unser Kissen. Wichtig ist, dass wir die Seite mit den Schlaufen hier auf der 12 Uhr Position montieren, damit das Band nachher nicht hier unten ist. Setzen die Bandhälfte an und den Federsteg setzen wir dann die Bohrung rein. Etwas Druck. Und schon ist das Band dran. Und das könnt ihr ganz einfach zu Hause selber machen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, sagt uns einfach Bescheid.